Jetzt hier willkommen zu einem neuen Video von den Testoleros. Und zwar testen wir heute mal Sweetcoin. Das kennen wir von einem Video von Enrico, das aber so eine faule Sau ist. Werde ich jetzt hier mal joggen gehen und ihm die Sachen ganz gemütlich auf der Couch überlassen. Ja, also ich würde mir jetzt umziehen und dann renne ich mal los. Und dann werden wir mal die Ergebnisse vergleichen mit meiner, einmal mit der Sweetcoin-App. Und einmal mit meiner Polar 410 oder so. Da gucken wir mal denn, ob die Schrittanzahl wenigstens einigermaßen dann übereinstimmt. Und genau, ich ziehe mir jetzt schnell um und dann geht's los. Ich will los, ist kalt. Und jo, werden wir ja mal sehen, wa? In einer Stunde sind wir wieder hier und dann mal gucken, denn taugt. So, wir sind jetzt bei 407 Schritte und meine Uhr ist jetzt auch soweit. Und genau, ich stecke jetzt mein Handy ein in der Tasche und drücke hier bei meiner Uhr auf Start. Und dann werden wir am Ende mal kicken, sobald ich auf meine Uhr wieder aufgedrückt habe, werde ich hier nochmal die Aufnahme starten und dann schauen wir mal, wie viele Schritte bzw. wie viele Meter wir gekommen sind. Ich glaube, der zählt auch nur die Schritte und nicht die Meter. Na, werden wir ja sehen. Bis gleich. Also 10.641, was zeigt meine Uhr an? Den Moment. So Leute, dann wollen wir mal gucken. 11 Kilometer. Was zeigt da an? Ja, weiter. Wie viel bin ich denn gelaufen? Was ist los hier? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach hier, okay. Also 10.641. Naja, müssen wir uns am Laptop anklicken, zeigt eine Distanz von 11 an. Okay, jetzt drin, mir ist kalt. So, also ich habe jetzt meine Polar M430 mit meinem Laptop verbunden. Die synchronisieren sich jetzt wieder und dann können wir uns die Laufeinheit genauer angucken. Ich hoffe, dass denn da auch die Schritte zu sehen sind. Ja, die Anzahl der Schritte. Das wäre ziemlich voll peinlich, wenn das nicht so wäre. Gucken wir uns mal in der Zwischenzeit nochmal das Bitcoin an. Ja. Wie ist es? Ah, Hat hat er er sich sich synchronisiert. synchronisiert. Okay. Genau, das ist hier die Einheit. Klicken wir an. Und was soll ich euch sagen? Er scheint nicht die Schritte aufgenommen zu haben. Also laut Sweetcoin bin ich bis jetzt insgesamt 10.185 gelaufen. Ich bin bei so 400 irgendwas gestartet. Also bei 407 bin ich gestartet. Und bei 1743 war Cut, also war Ende, die 11 Kilometer. Und das sind dann insgesamt 10.336 Schritte. Was ich mir schon so vorstellen kann. Aber wenn ich mir jetzt das angucke hier, was die Uhr mir sagt. Und zwar 83 Schritte pro Minute. Wären ja 83 mal 61. Oder 62. Dann bin ich gerade mal 5.146 Schritte gelaufen. Insgesamt. Dann rechnet Sweetcoin einfach mal quasi die Doppelte. 5.102, mehr als der Doppelte, was mir meine Uhr hier sagt. Ich bin verwirrt. Ja, ich muss erstmal darüber nachdenken, was mir das jetzt sagt. Auf jeden Fall würde ich mal behaupten wollen, dass Bitcoin von den Schritten her hier nicht bescheißt. Echt gut, anscheinend. Ihr könnt ja nochmal unter die Kommentare schreiben, wie denn dazu gekommen ist jetzt. Ich verstehe jetzt die Welt nicht mehr. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch.
Gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und kommentiert hier unter dem Video. Wenn ihr unter dem Sweetcoin haben wollt, unter dem Video ist ein Link, einfach anklicken. Und das Allerwichtigste ist, abonniert den Kanal, denn sonst verpasst ihr das nächste Video. Denn ich denke, im nächsten Video werde ich wohl wissen, was da los ist. Ja, klar? Also, Renier holen. Bis demnächst.